Ja, heute mal ein anderes Thema. Ja, heute mal ein anderes Thema oder ein anderes Format. Eine Fischvorstellung. Und wen das interessiert, der sollte unbedingt dranbleiben. Also bleibt dabei und seid gespannt. Ja, ich bin der Tobias und ich habe eine ganz komische Haltung hier eingenommen, weil es geht um dieses Becken hier unten, das unterste meiner 80 cm Becken. Und da habe ich eine neue Fischart bekommen, die ihr noch gar nicht kennt. Und da habe ich mir gedacht, machen wir doch mal ein Fischporträt draus. Und ja, das wollte ich heute mal so testen, ob euch das gefällt. Schreibt also mal in die Kommentare, ob ihr da Interesse habt, dass wir noch mehr davon machen. Also würde mich sehr freuen. Und ansonsten würde ich sagen, mein Arm wird jetzt hier echt lang und mein Gesang wird bang und bänger. Also fangen wir mal schnell an. Viel Spaß in dem Video. Es darf gerne jemand vorbeikommen und mich versuchen, wieder hier hochzuheben. Also, viel Spaß dabei. Der Perugia-Käfling, Limia perugiae, ist ein interessanter und wenig bekannter Süßwasserfisch aus der Familie der lebendgebärenden Zahnkarpfen. Die Art stammt ursprünglich aus der Karibik, insbesondere aus der Dominikanischen Republik und Haiti. Sie lebt hauptsächlich in langsam fließenden Bächen, Flüssen und Lagunen. Der Perugia-Käfling hat einen länglichen, aber kräftigen Körper, der typisch für viele lebendgebärende Fische ist. Der Fisch hat eine graue bis olivfarbene Grundfarbe mit einem schillernden Blauton. Die Flossen können gelblich bis orange gefärbt sein und oft haben sie schwarze Punkte oder Bänder. Die Männchen und Weibchen unterscheiden sich. Die Männchen sind kleiner, haben auffälligere Farben und längere Flossen. Die Weibchen sind größer und haben einen rundlicheren Körper. Der Perugia-Käpfling ist ein friedlicher Fisch, der gut in einem Gesellschaftsaquarium gehalten werden kann. Sie sind Gruppenfische, daher sollte man sie nach Möglichkeit in einer kleinen Gruppe von mindestens 6 Exemplaren halten. Ein gut bepflanztes Aquarium mit vielen Versteckmöglichkeiten ist ideal.
Auch etwas Strömung wird gerne angenommen, da sie aus Lebensräumen mit leicht fließendem Wasser stammen. Sie bevorzugen leicht alkalisches Wasser, ein pH-Wert von 7 bis 8 und eine Temperatur von 24 bis 28 Grad Celsius. Sie sind recht robust und können sich an unterschiedliche Wasserbedingungen anpassen. Sie sind Allesfresser, also Omnivor, bevorzugen jedoch eine proteinreiche Ernährung. Lebend- und Frostfutter wie Artemia, Mückenlarven und Daphnien sind ideal, aber auch hochwertiges Trockenfutter wird akzeptiert. Eine regelmäßige Zufütterung von pflanzlicher Nahrung wie Spirulina-Flocken ist wichtig, um Verdauungsproblemen vorzubeugen. Wie andere Poecilioiden sind Limia perugiae lebendgebärend. Das bedeutet, dass die Weibchen lebende Jungfische zur Welt bringen, anstatt Eier zu legen. Die Jungfische sollten nach Möglichkeit separat aufgezogen werden, um zu verhindern, dass sie von den Eltern gefressen werden. Fein zerkleinertes Futter oder spezielles Aufzuchtfutter ist geeignet. Limia perugiae ist eine Art, die zur Erhaltung der biologischen Vielfalt im Aquarium beiträgt und auch für fortgeschrittene Aquarianer interessant ist, die nach etwas anderem als den üblichen Guppies oder Platys suchen. Einige Limia-Arten sind in der Natur gefährdet, was die Pflege und den Erhalt dieser Art im Aquarium noch wichtiger macht.
Thank you.